So, wir sind wieder zurück. Ich hole dich gleich mal dazu. Upsi. So. Kein Fehler melden. So. Ja. Wir haben uns ja zurück auf den Weg gemacht. Ich habe hier noch ein paar hier dem Jasperwurzel geerntet und so weiter und so weiter. Wir waren ja bei dem Sonnentempel, sind dann hier so glorreich in der Stadt gestorben. Und da sind wir jetzt gleich wieder und holen unser Zeug zurück. Wir mussten ja noch die Mission Karawane nach Blutwacht machen. Wir haben unterwegs noch die Brunnenbau oder Brunnenblöcke gefunden, die uns noch gefehlt haben. Joa. Und da sind wir auch schon. Da ist noch so einer von denen. Oh. Schon mal gesagt, dass ich die Drachen nicht leiden kann. Die nerven mich richtig hart. Aber irgendwas Neues müssen sie ja reinbringen, ne? Ja. So. Nehmen wir eine Flamme am Start. So, eine Funken. Schauen wir, was wir hier jetzt noch so Schickes finden. Bestimmt Herz des Ozeans. Was wollen wir uns das sagen soll? Naja, Bomben. Gibt es doch bestimmt wieder irgendwo einen Bossfight. Jetzt schauen wir mal, wo meine Leiche gelandet ist hier. Achso, wir sind ja in den Raum reingehopst hier. Ja doch, wir sind in den Raum reingehopst hier, erinnere mich. Da wurden wir so nett empfangen. Wir machen uns einfach mal ein Löchlein auf hier. Halten aber ganz schön was aus, die Sandsteine, muss ich ja mal sagen. Ich dachte, das geht schnell. Aber, nee, nicht so wirklich. Ich habe ein bisschen Safran gefunden, aber auch. Oh nee, ist. Ein bisschen. Einmal. Egal, es reicht zum Anbauen. Wir können jetzt zumindest auch Nitrat herstellen, hoffe ich, weil wir ja das alchemistische. Okay, es ergibt keinen Sinn, Leute. Ich hab gedacht, es geht. Ach. Ich hab gedacht, es geht schnell, außerdem ist das Ding hier offen. Ist hier gar keiner. Wir so krass und haben diesen Lifestyle immer noch. Das ist richtig gut. Bin mir gar nicht mehr sicher, was wir überhaupt machen sollen. Und wir haben, glaube ich, schon alles eingesammelt. Ich glaube, das war nur das Quest-Item, was wir noch gebraucht haben. So. Ah, die Stadt sieht schon wild aus. Nehmen wir mal alles mit hier. Sehen wir einen Quark mal. Und gleich ein bisschen Ruhe. Ich bin mal gespannt, was hier noch so rumliegt. Ja, eigentlich wollten wir noch schnell die. Was haben wir hier unten?
So, der hat tatsächlich durchgehalten hier. Wir schmeißen mal das Eisen weg, brauchen wir nicht. Und nehmen das Leder mit, weil wir da jetzt, ich glaube, die Produktion, um Leder herzustellen, ist das Licht heute schon wieder so komisch. Ich frag mich jedes Mal. Ach, ich geb's langsam auf. So, das sind nur Holzstücke. Ich habe mal zu Hause in der Base ganz viele Holzstücke angepflanzt, also Büsche, um unfassbar viele Pfeile herzustellen, weil ich mir ist hier in so einer City nicht immer so ein Rüstungsset versteckt. Kann mich natürlich auch irren. Jetzt aber noch mal hier rüber. Hier wird nämlich geklettert. Ein bisschen, ja. Nehmen wir mal den großen Turm noch mit. Hier ist nämlich nichts. Gut. Oh, Slapiz. Ja, na gut, wir gehen erstmal. Hier war jetzt nichts. Aber vielleicht kommen wir nach da oben. Ja, doch. Ich verstehe nicht, warum wir so viele Bomben bekommen. Wir nehmen nochmal den Turm hier mit. Hier können wir nochmal alles reparieren. Ja, an alle Leute, die fleißig zuschauen. Ich ja, müsste mich nochmal. Ich weiß nicht. Ich hatte ein bisschen zu wenig Zeit, um tatsächlich die Folgen aufzunehmen. Weil ich privat sehr viel zu tun habe. Aber es wird sich jetzt, denke ich, mal ein bisschen ändern. Zumal wir jetzt ja hier ein bisschen Progress reinkriegen. Ich nicht andauernd rauchen gehen muss, weil ich hier aufgehört habe. Also bis jetzt funktioniert es noch gut. Ich bin noch gar nicht mehr so krass gestresst wie wie vor ein paar Tagen noch. Hier rüber. Mal innen rein. Das ist aber eine coole Bauart, muss ich mal sagen. Wie sollen wir jetzt hier weiterkommen? Ich tatsächlich mit Hopfen? Verstehen wir noch nicht, warum wir die ganze Zeit Bomben bekommen, die wir sowieso nicht benutzen. Wahrscheinlich möchte das Spiel sagen, Junge, benutzt die Dinger, die sind gut. Vergiftete Pfeile nehmen wir auch mal mit. Die sind ja hier. 5 Stück, wow. Ich glaube, man muss, wenn man am Anfang des Spiels 100 Dietriche craftet, dann braucht man das ganze Spiel über keine Dietriche mehr craften. So viele, wie wir in den letzten Tagen verbraucht haben, in den ganzen Dungeons und so. Schon insane. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier oben gibt. Eine Goldkiste. Ach, brennendes Schwert. Na super. Ja, nicht so, dass wir das schon einen ganzen Haufen hätten. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann nochmal als legendäre Waffe. So, wir sind jetzt hier. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nochmal hier rüberfliegen. Machen wir mal eine eigene, damit die Karte da aufgedeckt war. Damit die Karte da aufgedeckt ist. So. Ach man. Den Wegpunkt setzen. Jetzt will er da außen rumlaufen. Die Stadt ist ja auch gigantisch groß, ja. Aber ich bin ein bisschen traurig, bin ich, dass wir so 80% schon
gefunden haben. Das heißt, wir machen jetzt gerade nur noch die Quest zu Ende und dann... Weil es gibt halt nicht mehr irgendwie was Cooles zu entdecken. Also zumindest meiner Auffassung nach. Es gibt wahrscheinlich hier noch lustige Stories und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt die Quests abgeben, dann ist das auch erledigt. Weil man kann halt auch nicht weiter leveln oder so. Deswegen haben wir auch gar keinen Anreiz, hier noch zu fighten. Also bringt mir halt nichts, den umzubringen hier zum Beispiel. Außer vielleicht ein paar Items oder so, aber... Wie gesagt, die Level 1er Bomben, wofür braucht man die noch? Hier ist noch eine Höhle, glaube ich. Ja, sieht so aus. Beuten eigentlich gar nichts. Gerade. Hätte ich jetzt gedacht. Alter, die Steinkugeln, die jetzt hier schießen, sind da scheppern ja schon richtig rein. Wir reisen jetzt gleich zurück in die Base. Falls sich jemand fragt, was ich hier mache, probieren wir die Karte noch komplett aufzudecken. Aber wir können ja eh schnell reisen, also von daher. Ja, ist hier halt ein schwarzer Streifen. Hier können wir sowieso nochmal vorbei, denke ich. Ich kann jetzt gerade nicht schnell reisen, weil Gegner in der Nähe sind. Ist das Salz? Gut. Nehmen wir doch nochmal ein bisschen mit hier. Brauchen wir bestimmt eh gleich. Ich weiß nicht, wann sie es rausgepatcht haben, dass man auf der linken Seite sieht, dass man die Items bekommt. Kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, falls überhaupt jemand zuschaut. Achso. Jetzt sieht man es wieder. Hä? Achso, ich hatte nur keinen Platz im Rucksack. Junge, Junge, Junge. Schon wieder Major Lost hier, der Kollege. So, jetzt reisen wir nach Hause. Wir haben ja die ganzen Quests abgegeben hier. Und jetzt finden wir auch gleich raus, was wir brauchen, um die Flamme zu stärken. Wir müssen mich, um den größeren Glider zu bekommen, nochmal die Flamme stärken. Ich denke mal, dass hier noch irgendein dicker Boss auf uns wartet. Na gut. Das Schwert haben wir ja schon upgraded. Yay, wir haben lauter Fragezeichen hier. Ausrufezeichen meine ich. Ruhen uns kurz aus. Ich würde sagen, wir quatschen zuerst mit dem Schreiner. Rundenblöcke, hat er noch eine Info zu uns. So, möchten wir diesen glatten Stein sehen. Riesige magische Truhe. Dann wird es mal Zeit, unser komplettes Equipment umzustellen auf die riesigen magischen Truhen. Sogar ein Quest-Gegenstand. Wir haben bloß keinen Platz im Inventar, das heißt, wir machen das mal schnell fertig. So, der Scheiß kann weg. Haben wir auch genug hier? Ne, haben wir extra gefarmt. Hier bin ich mir noch nicht sicher, was damit passiert. Glassplitter kann man seine Waffe upgraden. Vielleicht kann man das ranmachen wie bei The Forest. Achso, unser Kollege hat keinen Schutz. What the fuck? Hä? Wo ist denn unser Bauhammer hin? Müsste eigentlich hier drüben drin sein, oder? Hier der Bauhammer, ja. Bauen wir doch mal schnell hier unseren Kollegen. Jetzt haben wir wieder keine Baublöcke dabei. Hier reingeschmissen? Nee.
Eieiei, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ich kann mich nicht erinnern, wo unsere Baukiste ist. Achso, ich glaube, ich habe das alles hier reingeschmissen. Nee. Ja. Ah. Wo sind unsere Bausachen? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, craften wir uns einfach schnell welche. Vielleicht haben wir die auch verbraucht, kann ja sein. Block. Stadtmauerblock. Was nehmen wir denn hier? Wir nehmen ja mal die Brunnenblöcke. Das ist ein schönes Pappdach. So, können wir mal kurz schauen, wie die aussehen. So, müssen wir hier noch eine Wand bauen bei dem Kollegen. Mit dem neuen Brunnenblock. Ist aber glatt, hä? Sieht aber richtig schick aus eigentlich. Gut. Da würde sich ja freuen, der Kollege. So. So bist du jetzt geschützt, mein Freund. Immer noch kein Schutz. Was weint der denn drum, Alter? So, jetzt brauchen wir noch einen Palmholzblock. Brauchen wir hier Pflanzenfaserdach. So. So, ist der Schutz jetzt da, mein Freund? Ja, endlich. So. Er hat neue Türen, neue Fenster. Nice. Neue Geheimtür. Verbesserter Wasserbrunnen. Müssen wir den Holzeimer craften, dafür brauchen wir Kohle. Den bauen wir doch mal gleich. Gehen wir sowieso richtig auf die Nerven mit dem ewigen nicht vorhandenen Wasser. Packen wir mal kurz Holz hier rein. So. So, wir haben natürlich keinen Rucksackspot. Nehmen wir mal kurz hier die ganzen Stoffe ab und so. Jetzt haben wir wieder Platz. So, den Eimer brauchen wir. Verbesserten Brunnen. Den bauen wir auch gleich. So. Mal schauen, was der verbesserte Brunnen so drauf hat. Stell die mal nebeneinander. Er hat ein Dach. Er hat ein Dach. Schaut euch das an. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das hat mich jetzt nicht so begeistert, aber what the fuck? Ich habe mal ein paar Stöcker angebaut, ein paar Büsche für Stöcke, damit wir mal genug Pfeile haben. So, ist jetzt alles erledigt bei dir, mein Kumpel hier. Ne, Stauraum wolltest du noch sehen, ne? So. Trüböl. Müssen wir mal schauen, was die Kollegin hier möchte. Die Imkerpfeife. Stroh. Gedüngte Farmerde. So, wir müssen die Imkerpfeife noch setzen, oder? Wo haben wir sie denn? Ja. So. Patience and care, friend. Was haben wir denn hier? Feuerstelle.
Brauchen wir Stroh. Wo können wir denn jetzt Stroh bauen eigentlich? Nitrat. Ich glaube, wir müssen erstmal oben bei unserem Kollegen hier den alchemistischen Kram freischalten. Der braucht doch nämlich. Oh, ist das eine coole Rüstung hier? Cooler Helm auf jeden Fall. Aha. Das Labor müssen wir doch bauen. Jawohl. So, wo stellen wir denn das Laborchen hier hin? Sieht doch gut aus. So, das Labor ist fertig. Jetzt können wir auch hier den großen Trank endlich herstellen. Da habe ich schon mal ein bisschen was gefarmt. Weil ich natürlich wie so ein Idiot das komplette Aloe verbraucht. Aber naja, wir wollten es ja eigentlich kultivieren. So, was kann man hier machen? Das Trüppel herstellen. So, Miasma-Schlumpi habe ich jetzt alles rausgeschmissen. Kohlestaub. Schwefel. Was haben wir denn noch im Programm hier? Papier. Gewürz. Ha, Junge, die Herstellketten. Kotze aus meinem Gesicht, Junge. Miasma-Sporen, Kohlenstaub. Mhm. So, Miasma-Sporen haben wir hier ohne Ende. Kommen wir schon mal rein. Dann Kohlenstaub und Miasma-Flüssigkeit. Kann man das nicht hier machen? Kohlenstaub. Und dann stell das mal her kurz. So, Miasma-Flüssigkeit müsste doch auch hier drin sein. Jawohl. Schauen Sie sich das an. So, Miasma-Flüssigkeit. Fossiler-Knochenstaub. Achso, ich bin ja hier am falschen Dinges dran. So, in der einen Minute gehen wir jetzt mal runter. Können wir nochmal Bubu machen? Damit der nächste Tag anbricht. Direkt neben dem Monstrositätenkopf. Jawohl. Tag bricht an. Haben wir gar keinen Platz mehr. Da muss es halt daran glauben. So, haben wir noch einen Wuka-Kopf versteckt? Auch nicht. Das Leder können wir nochmal schnell ablegen hier. Muss ja hier alles hin. Na gut, so. Die löschen wir auch. Brauchen wir nicht mehr. Dietriche haben wir. Ja, und da müsste eigentlich oben der Kohlenstaub fertig sein, damit wir das Trüppel ansetzen können. Ja, perfekt. Brauchen wir bestimmt wieder 10, oder? Ich mein Glück kenne. Egal, braut schon mal das Trüböl. Wollen wir hier nochmal machen? Das kann hier rein. So. Ja, Bauprojekt ist noch gar nicht vorangeschritten, weil ich eigentlich hier erstmal die Quest weitermachen wollte. Jetzt können wir nochmal schnell ins Tagebuch schauen. Die größte Beute. Achso, den Webstuhl der Jägerin, ne? Haben wir ja schon die ganze Zeit markiert. Warum haben wir da nicht weitergemacht? Kann mir das mal jemand sagen? Was sind die Quests eigentlich von der Kollegin? Kann es sein, dass es... Hä? Zeig mir das nochmal auf der Karte. ...2600 Meter. Nehmen wir mal die andere Quest hier. Kann ich etwa den Webstuhl schon bauen oder bin ich jetzt total lost gerade?
Handspindel. Ich find's noch raus. Was haben wir denn hier eigentlich für eine coole Rüstung bei der Kollegin? Nee. Wenn wir jetzt questen wollen würden. Wir können tatsächlich hier hin, ja? Achso, das ist diese Erhöhung neben dem toten Gebiet. Das war hier, was ich meinte, dass man da nicht hin kann. Achso, wir wollten ja schnell mal schauen, ob es die Flammenerhöhung braucht. Dann können wir vielleicht auch weiter questen. Stärke die Flamme. Schwefel, Safran, Funke haben wir eben. Oh, 40 Funken. Crazy. Yucca-Frucht. Hätte ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist ja spannend, ne? Weil den Kopf haben wir ja schon. Kann man das irgendwie anmarkern hier? Kann man nicht. Na gut. Ja gut, dann ist es ja gar nicht so schwierig und ich würde einfach zum nächsten Mal die Flamme upgraden. Ja, ist... Freuen wir uns doch einfach, dass wir hier bei dem Kollegen die alchemistische Station gebaut haben. Ist das jetzt fertig eigentlich? So. Blitzsturm bei Alchemisten können wir jetzt bauen. Ist jetzt nicht ganz so. Oh. Irgendwas mussten wir doch hier bei der Kollegin noch machen. Wir nehmen mal nur so. Packen hier schon mal das ein. Haben wir das Safran noch drin hier in der Tasche? Nee. Safran, Safran, Safran. Nicht zu sehen. Habe ich das schon hier reingeworfen? Tatsache. So, wir packen das. Achso. Ich würde ja kurz rausfinden, wo man Nitrat herstellt. So, jetzt können wir die große Truhe hier herstellen. Schauen wir uns die mal schnell an hier. Ist ja wirklich mächtig. Sieht auch ein bisschen so aus wie so ein Tresor. Ich stell die mal hier hin. Ja, nice. Das ist wie unser Inventar quasi. Ich schmeiß mal alles rein, was wir hier nicht brauchen gerade. Ah, die Meteor würde ich gerne mitnehmen. Ja. So. Die Fackel, den brauchen wir nicht. Vielleicht nehmen wir mal eine zweite Waffe mit. Müssen hier nochmal eine Runde Pfeile nachcraften. Dafür müssen wir aber hier ein bisschen in unserer Plantage rumeiern. Ich glaube, das dürfte schon passen. Wir hier die Eisenpfeile noch ein bisschen nachcraften. So. 50 Wochen. Dürfte ja reichen, eigentlich. 139. Kann ich den Rest hier reinschmeißen? Ja, sehr gut. Ja, die neue Kiste sieht ganz gut aus, eigentlich. Muss ich ja mal sagen. Brunnenblock auch. Habe ich jetzt noch was im Inventar? Nee. Ja, ich würde jetzt das Zeug zusammenfahren. Dann können wir tatsächlich die Quest ja nicht mal zu Ende machen, die wir auch angefangen haben. Ich kann ja mal kurz... Wir wollten eigentlich zum Tagebuch. Quest. Sind Bahnen dekoriert. Das habe ich natürlich... das in der Stadt nicht gemacht, wo wir hier im Herz des Ozeans waren. Ist es nicht die Stadt Labs? Ja, doch, war Ost-Labis. Da hätten wir noch den Webstuhl abstauben können. Das würde ich jetzt einfach nachholen und dann in der nächsten Folge einfach mit euch ein bisschen craften.
Da sind dann auch die, das Flammen-Upgrade da und dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Quatsch, gehen wir mal hier hin. Dann dürfte ja das hier frei sein. Und dann ist hier eigentlich ein Tempel. Und da gehen wir zuerst hin und dann gehen wir zu unter den Amseln. Das ist nämlich der fette Gleiter, den wir endlich haben wollen. Dann craften wir uns die große Rüstung und dann können wir hier so ein bisschen hin und her craften, questen. Und dann denke ich mal, dass wir das Spiel vielleicht in den nächsten zwei Parts komplett bekommen. Vielleicht auch in den nächsten drei Parts, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Ja, aber danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt heute nicht ganz so viel geschafft. Aber ja, beim nächsten Mal, wie gesagt. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.